Kann ich das auch mit dem Controller spielen? Ja, kann ich. Ich muss auch noch das Ding umschalten. Was ich alles noch nicht umgeschaltet habe, Game Talk Show muss zu Homesick werden. Also ihr müsst wissen, das Game ist uhuere geil. Also, es ist mega schön gemacht. Mega schön gemacht. Ich weiß nicht, ob es uhuere geil ist sonst. Aber es ist mega schön gemacht. Das ist alles eingestellt. New Game. Okay, also wir sind jetzt hier im Raum. Und wirklich aber. Man hört die eigenen Schritte nicht. Nur blendend. Oh? Okay, da hinten hat es nichts. Ich finde es so schön gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so schön. Es blättert sogar die Sachen ab. Ah, es passiert glaube ich gar nichts. Ich glaube, in keinem von diesen Teilen finden wir irgendwie aufnehmen könnten. Da ist nur altes Geschirr und Bücher und was immer. Wieso ist die jetzt gegangen? Lassen wir mal alles offen. Ich weiß nicht, dass ich das schon aufgemacht habe. Screenshot. Ich würde ein paar Screenshots wahrscheinlich machen in dem. What the hell? Wir haben vorher extra alles aufgemacht. Ich bin nicht dumm, oder? Okay. Gehen wir da rein. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem Game, außer dass puzzle-mäßig Sachen machen, Rätsel lösen muss. Okay. Irgendeine Sprache, die ich nicht verstehe. Ich habe früher mit meiner besten Kollegin so eine Sprache gehabt. In der Grundschule. Oh, da kann man reisen. Guten Abend. Okay, da kann man gar nicht machen. Übrigens war das Game nicht im Sale gewesen, aber ich dachte, ich muss es endlich mal kaufen. Es war so lange in meiner Wishlist und ich habe es jedes Mal angeschaut. Scheiße, Sprint Screen. Audio-Ding ist mega laut. Man kann die Bücher nicht weiterlesen als die erste Seite. Also ich kann nicht umblättern.
Was kann ich auch rausnehmen? Ich kann es dafür aber so schwenken. Die Musik ist sehr laut, wartet kurz. Die Musik wird bei mir nicht so laut anzeigen, aber ich, meine Stimme ist leise, wartet schnell. Jetzt sollte es besser sein. Bla bla bla. Ich bin immer noch recht leise. Oder eher leise. Das war gerade der Screenshot, den du gehört hast. Also ich kann wieder aufs Bett gehen. Und ich glaube, das speichert jedes Mal, wenn ich aufs Bett liege. Oh, es macht Geräusche, wenn ich aufstehe. Schauen wir mal das Bild an, das am Anfang runtergefallen ist. Nein. Jümli und irgendjemand hat den Rest der Familie verloren. Würde ich jetzt mal sagen. Okay, irgendetwas müssen wir machen. Kann ich da oben etwas machen? Nein. Nein, nicht. Okay. Ich komme mir vor, als wäre ich bei Pokémon. Mit den Inkognitos. Und wie die hier noch heissen. Die Schalter funktionieren alle nicht. Was auch immer das ist. Ah, ein Spitzerklapp. Nein, ist nicht. Nein, ist es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was... Okay. Oh, das kann man sogar lesen. Ah, oh, nur zwei Seiten. Okay. Kann ich irgendwie bücken oder irgendetwas machen? Oh ja, ich kann das wieder vornehmen. Okay. Kann ich da... Ah, oh, das nehme ich auch wieder vornehmen mit dem. Okay. Ich kann mich bücken. Oder was? Ich würde gerne wissen, ob ich die kann entziffern, die Schrift. Gut, da habe ich nichts. Ich gehe eh wieder nicht. Mega schön. Oh, noch mal ein Screenshot. Und ich finde es mega nervig, dass Screenshot Musik so laut ist. Kann ich spielen? Nein. Kann ich etwas sonst machen? Oh. Okay, was auch immer.
Ich kann im Wasser schwubbeln. Ja, was immer. Kann ich ja nicht machen. Ich kann immer Wasser rumplanschen, genau. Okay, in diesem Raum hat es wahrscheinlich nichts. Ich glaube, ja, an dieser Tür kann ich auch nichts machen. Und ich komme nicht dort hin, wo es so hell ist. Also ich kann da effektiv nicht durchlaufen. Geht nicht. Spannend, dass ich jetzt gerade durchsehe. Das ist ein perfektes Game für mich, ich kann mega viele Screenshots machen davon. Das geht eh nicht. Ich schalte am besten alle Amig aus. Wenn ich nicht irgendetwas noch ein Rätsel mit dem habe. Ich glaube, ich müsste sogar mal Strom finden. He? Oder einen Schlüssel für da rein. Ja. Yeah. Okay, da komme ich nicht durch. Ah, Schlüssel. Okay, ich habe ihn abgebrochen. Ich muss eben sagen, am Anfang hat es mich auch an Dämmt und so erinnert. Ja, auch, dass man es aufschliessen muss. Ich kann es echt zutun. Ich kann nicht. Hey. Ein Kübel. Gib mir Wasser holen oder so mit dem. Oh, ja, aus dem Badzimmer. Wieso sollte ich dort Wasser haben? Da können wir auch noch aufmachen. Ich mache noch ein Viertel. Ich glaube, das Einzige, was nervt, ist wirklich, dass ich Viertel, also dass ich Screenshots davon mache und es wirklich Ton dabei hat. Ah, da kann man Wasser anstellen. Okay, es kommt gar nichts raus. Es kommt ein paar Tröpfchen. Das wird mir nicht lange. Das kann ich gar nicht darstellen. Okay. Was? Ich mache ganz kurz Pause und schaue, ob ich hinstellen kann, dass Screenshot-Sound nicht die ganze Zeit so laut kommt. Schauen wir ganz schnell.
Leia Sound, da kann ich es rausnehmen. Okay. Was? Es tut immer noch. Es tut immer noch. Okay, warte nochmal. Probieren wir es gut nochmal. Ah, ich müsste eventuell neu starten, das Game. Ja, Mist. Ja, Mist. Wir gehen mal weiter. So. Okay, da rein. Nicht wirklich viel. Ich glaube, man findet allgemein nicht viel in diesen. Ja. Am besten würde ich wahrscheinlich mit dem Eimer zurückgehen und Wasser holen. Aber da wir noch nicht da drin waren vorher, schaue ich jetzt zuerst das mal an. Oh, da ist noch ein Buch. Wo wieder nicht viel drin steht. Ah, oh, da noch eins. Man sieht direkt, welches Buch das man wirklich lesen kann. Einfach weil es neu erscheint. Genau wie bei. Jetzt mein Teil kurz grün gewesen. Ich habe es noch gemeint. Einen Brief. Okay, mit dem Brief können wir eh nicht viel anfangen. Gehen wir da mal zurück. Warte einen Moment auf die Seite zurück. Okay, genau das Zimmer war es. Hat es auch ein Bild? Okay, da ist nichts reingezeichnet. Ja, genau. Oh shit, das habe ich gesagt. Okay, ich muss nicht zu früh nehmen. Gut, ich habe einen Kübel mit Wasser. Ich denke, irgendetwas kann ich damit wässern. Das ist sonst unlogisch. Die Frage ist, was? Es hat Pflänzchen. Aber muss ich Pflänzchen wässern? Das ist mein Zimmer. Wir gehen mal dahinter. Okay. Ich bring dich nicht raus. Sehr abgelenkt durch das Game. Das Game braucht meine volle Konzentration. Ah, mein Ziel ist da rauszukommen. Das Game ist wirklich verdammt. Wahrscheinlich muss ich am Schluss mit der Axt die Tür einsetzen. Suchen wir zuerst mal den Rest. Eins nach dem anderen. Ja, das habe ich eh alles schon angeschaut. So, jetzt schauen wir. Okay, es sieht mega schön aus. Ich mache da nochmal einen Screenshot und es tut mir leid für den Sound. Die Flasche ist super. Ja, schon. Es sieht mega schön aus.
Vor allem mit den Blättchen, die jetzt um. So rumfliegen oder schweben. Das ist mega schön. Das Bildchen? Könnte ich den Sound ausschalten? Ich bin müde. Ich kann einfach mal gerne liegen. Okay, das Bild hat er da vorne gelassen. Oh shit. Holy shit, was ist passiert? Oh shit. Okay. Die Frage ist, wieso... Nein, ich bin jetzt wirklich fair. What the fuck? Das Game hat mir schon mehr Angst gemacht als Slender jemals. Weil es so etwas Schönes zerstört hat. Schauen wir mal, was sich verändert hat. Vielleicht ist irgendetwas anders geworden. Aha. Okay, scheiße. Kann ich es jetzt? Nein, ich wollte nicht verschlafen. Okay, ich habe meine Axt nicht. Irgendjemand hat meine Axt. Nein, das ist doch creepy. Das Game ist nicht mehr so schön, wie es vorher war. Es hat immer noch seine Schönheit. Hat es echt wieder Wasser drin? Nein, es wird nie mehr hoch. Mein Typi bietet immer noch an, dass er müde ist. Vielleicht muss ich im Traumland irgendetwas machen. Irgendetwas zerstören, sonst ändert sich da gar nichts. Ich glaube, es könnte aber gut sein. Aber eigentlich will ich nicht ins Traumland zurück so schnell. Schauen wir zuerst schnell alles an. Okay, ich bin da innen ja schon gsi. Ja, ich weiss, dass du müde bist. Schauen wir, ob wir durch den Gang durchkommen jetzt. Ich glaube nicht. Nein, so hell wie es ist. Nein, ah, ich komme nicht durch. Auch wenn die Blumen jetzt gewachsen sind. Okay, wir müssen eindeutig zurück dort rein. Und ich werde dann wahrscheinlich ein bisschen lauter reden. Oh nein, ich will gar nicht zurück schlafen gehen. Wir sollen nicht auf ewig da drin bleiben. Es ist schön da. Es ist wie so ein Traum. Gehen wir schlafen.
Okay, ich muss mit dem Bild schlafen. Also, was auch immer. Okay, Leute. Alles nicht zerstören. Alles auch nicht zerstören. Oh shit, das ist so laut. Okay. Ich kann gar nichts zerstören. Hall of Nine. What's? What? Also, what? Ich muss nochmal reingehen, schnell. Ich muss nochmal schnell schlafen. Muss er, hat er gesagt, ich soll die Lichter anlassen? Nochmal rein, okay. Lichter. Hall Lights On. Management. Okay, okay, ich will raus. So. Ist mir dran. Gut. Ah, ich muss nur warten. Okay, ich muss warten, bis mich das, die Schwärze frisst. Und dann bin ich wieder aus dem Traum draußen. Jetzt können wir schnell gut die Lichter anmachen, überall. Ist das an oder ab? Das war, glaube ich, abschalten gewesen. Ja, ich muss es nachher auch noch wieder anschalten. Okay. Das. Oh, das haben wir auch gehabt. Gut, dann haben wir da noch. Das ist auch angeschaltet. Das da schalten wir noch an. So. Dann hoffentlich bald alles. Hast du hinten noch irgendwie einen Schalter? Oh shit, ich habe mich jetzt gerade gruselt, wenn da irgendetwas Gruseliges gewesen wäre. Ding ist eben, bei dem Game würde ich es nicht erwarten, wenn etwas Gruseliges passiert. Und durch das ist es fast gruselig. Das andere Game. Okay, da können wir nicht. Weiter. Hey, Mono Devil. Schauen wir, ob sich jetzt etwas verändert hat. In der Nacht kann ich alles lesen. Oh man, das habe ich bis jetzt gar nicht bemerkt. Ich kann wahrscheinlich jedes Buch lesen. Wahrscheinlich ist es wirklich nur ein Traum. Und wenn ich wirklich schlafen gehe, erwache ich in der richtigen Welt, wenn ich die Sachen lesen kann. Machen wir noch ein Bild von dem. Ciao, Traumwelt. Also ich habe nur bis zur Tür geöffnet.
etwas geöffnet. Aber ich weiß noch nicht, ob wir rüberkommen. Ist doch creepy. Vor allem Babygeschrei. Wenn es etwas gibt, was ich gruselig finde, auch bei Horror Games, dann ist es Babygeschrei und da ist offen. Und ja, in dem Raum etwas verändern? Nein. Ah, nein, lesen kann ich es auch noch nicht. Ich kann ja die Tür auch nicht lesen. Oh mein Gott, Dora. Was ist, wenn das eine mega traurige Geschichte ist? Mach nochmal einen Screenshot. Es fühlt sich, als dürfte ich am Licht nicht näher kommen. Hinten ist nichts. Aber dort hinten hat es 6. Das sagt etwas. Ah, das ist das Zeug da. Die Bilder. Ja, es ist. Es ist, als würde absichtlich die Ruhe immer wieder zerstört werden. Okay. Etwas mit Dampfer. Oben links hat es eine Nummer. Ich weiß nicht, ob die uns irgendetwas sollte bringen irgendwann. Merken sie mir jetzt mal nicht. Die kenne ich. Nur das untere Bild. Yeah. Wieder einen Brief drin. Ich würde gerne alle lesen, wenn ich kann. Ganz unnütz. Wahrscheinlich auch noch irgendwelche Krimskrams. Die ich nicht brauche. Ja, brauche ich nicht. Gut. Das lasse ich mal offen für die Nacht, falls es offen bleibt. Hat es da irgendwelche Schalter zum Betätigen? Nein, jetzt nicht. Okay, gehen wir zuerst mal da hinten. Der Gang nicht. Nein, es ist ein anderer Gang. Einer, wo ich wieder nicht weiterkomme. Das heißt, da hinten werde ich wieder etwas müssen zerstören. Was haben wir bei denen? Industrie. Das ist alles das gleiche Bild, ja. Da hat es gar nichts drin. Zeitung, die nicht lesbar ist. Aber in der Nacht könnte ich so viel machen, wenn nicht Zeit wäre. Mich würde wieder fressen und in den Tag hineinbringen. Oder besser gesagt, das Licht. Ich weiß nicht mehr, ob das Tag ist. Zuerst dahinter. Das Licht angeschaltet. Gut. Ein Ausgang. Oder auch nicht. Es ist nur eine grosse Tür. Die kann ich nicht aufmachen. Auch nicht mit dem. Auch nicht mit dem.
Ja, so stehe ich nicht mehr. Der Schlüssel steckt hier. Da geht ein Funke gehen. Geht auf, aber sie ist verschwunden. Ich muss mich irgendwie auf die Seite bringen. Den letzten Teil noch anschauen. Ja, Leute, ich finde das gruselig. Ganz ehrlich. Wenn das nicht gruselig ist. Die Frage ist, wieso komme ich da nicht durch, wenn ich von beiden Seiten ankomme? Wieso ist das? Da ist das Licht angeschaltet. In den Gang komme ich eventuell gar nicht in der Nacht. Ich habe kein Licht. Keine Lampe. Dort hinten hat es wieder eine. Ich hoffe, sie langen einfach. Können wir das dann machen? Oh, oh, okay. Vielleicht kann ich beide da noch aufmachen und dann geht's raus. Kann ich dran stoßen? Nein. Ja, und sie ist auch selber wieder zugegangen. Oh, die Pflanzen sind auch wieder abgestorben. Oh. Nie ein Wasser, das ich für dich holen kann. Ich kann ihn nicht mitnehmen, nehme ich an. Oh, 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 doch, ich kann ihn wieder mitnehmen. Gut. Mega cool. Ich kann nicht, dass da jetzt plötzlich Wasser rauskommt. Nein. Aber vielleicht habe ich in der Nacht Wasser eigentlich so angeschaltet lassen. Ich hoffe immer auf die Nacht, wenn nichts passiert am Tag. Ja, da haben wir einfach gar kein Wasser mehr. Und es kommt auch keine mehr. In dem Fall gehen wir wieder in die Nacht. Gehen wir ins Verderben. Wir können nicht. Hey, Balkanbus. Hey, wir können nicht schlafen gehen. Nein, wir können wirklich nicht schlafen. Was können wir machen? Irgendetwas muss in dem Fall rum sein. Irgendetwas muss sich verändern können. Jeder ist so oder so nicht mehr da. Eigentlich nur bei Nacht. Raus geht eh nicht. Haben wir etwas da innen gefunden gehabt? Nichts, oder? Zettel hat es, aber der bringt mir gar nichts. Bild hat es, bringt mir auch nichts. Hey, Born. Hoi, David. Oder David. Ich weiß nicht mal, was von der
welche von beiden Namen du lieber hast oder im Allgemeinen gerne kannst. Was ist hier? Ah, das war nur so ein Stäubli. Okay, wir gehen nochmal in den zweiten Abschnitt. Läuft Alex. Und schauen mal, was wir da noch nicht haben. Ah, da haben wir das Licht noch nicht angeschaltet. Wow. Schon mal etwas Wichtiges. Da können wir sonst eh nicht durch. Okay, beides okay. Irgendetwas haben wir noch nicht gemacht. Die Tür geöffnet. Okay, die haben wir gar nicht öffnen. Oh, doch. Gruselig. Auch nur wieder ein Papier. Und Zeitungen. Irgendetwas. Der Kamera muss es doch etwas haben. Warum sonst existiert sie? Kann ich das wieder zutun? Okay. Ich schreibe mir die schnell auf. Ich bin sicher gut für irgendwelche Kästchen zu öffnen. Und die werden wir sicher brauchen können. Also D8294 ist der einzige, der anders ist als die anderen. Lustig ist, wir können das lesen und den ganzen Rest nicht. Schauen wir mal, ob die Kästchen irgendwie so Nummern haben. Also 8294. Sind die Stimmen. Okay, wir machen mal. Machen wir mal 0000. Okay, wir müssen mal 0000 müssen machen, so 0014. So wie das Kästchen selber heisst. Ach, verschrecke jedes Mal. Okay, das bringt diese ganze Sache weiter. Ich finde es auch gruselig, wenn da Sachen tönen, obwohl ich nicht mache. Die kann ich sicher brauchen. Dankeschön. Will ich irgendetwas mit denen machen? Nein. Was spoilern? Nein, ich spoilere gar nicht. Das Game selber geben. Ich habe nicht mal gewusst, dass du das mal gespielt hast. Okay, ich kann das nicht mehr zumachen. Es ist lustig, die eine Tür ist die eine von der wenigen, die ich zumachen kann. Die andere kann ich nicht zumachen. Das kann ich nicht machen, oder? Dann bei dem mal die Erhöhung gut eingeben. 8294. Das ist es nicht. Okay, fangen wir bei 0000 an. Ah, okay. 1-4 wird es nicht sein, weil 1-4 haben wir schon. Machen wir mal 1-1.
Auch nicht. Machen wir da mal 9. Ah. Brennt etwas. Verschiedene Materialien. Okay. Den bringe ich jetzt auch auf. Habe ich den aufgebracht worden? Ja, habe ich. Da ist auch noch einer, der klemmt. 0053 haben wir da vielleicht. Wenn es gleich ist wie 0014. Okay, funktioniert. Ich habe fast das Werkzeug überschwemmt. Überschwemmt. Ja, eindeutig überschwemmt. Okay, das ist die gleiche. Eine Überschwemmung jetzt gehen. Haben wir noch sonst? 0011 wäre das wohl. Es ist mega traurig mit dieser traurigen Musik. Also es ist einfach so, der Mensch verwüstet alles. Traurige Musik, alles geht kaputt. Du bist allein in einem kaputten Haus. Ohne irgendjemand, ohne irgendetwas. Dahin ist ja nur der Ausgang. Ich kann Wasser holen da. Oh, ich habe es voll vergessen. Also wir nehmen da mal Wasser mit. Gott, wahrscheinlich noch eine Zeit leer. Was können wir in dieser Zeit mehr machen? Am Boden hat es nichts. Die Tür geht eh nicht auf. Irgendein Schalter, nein. Ach, das sagt irgendwie schneller. Ah, weiß wie. So. Ich muss die Pflanze bewässern. Was für eine Engine läuft das Spiel? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es. Ist das mit 4 gemacht? Sei mir das Kieseldeck hier oben. Ich bin froh drum. Oh mein Gott, hat er sich nochmal 100 Games gekauft? Leute, die Musik hat gewechselt. Ja, es sieht super schön aus. Also wenn jedes Game so wäre, dann würde ich stundenlang nur auf die Umgebung schauen.
Nicht okay. Gratuliere zu deiner Errungenschaft von 1000 Games. So, ich glaube wirklich, jetzt können wir in die nächste Gegend gehen. Also, wir haben die Sachen angeschaut. Wir haben Blümchen gewässert. Ich glaube, wir können wieder schlafen. Wenn wir jetzt hier durchlaufen, ist die Frage. Das sind Blümchen ganz... Nein, können wir nicht. Ja, er zeigt schon, dass er müde ist. Ganz klar, müssen wir jetzt wieder schlafen. Oh, ich hoffe einfach, ich habe überall die Lichter angeschaltet. Wir können nicht schlafen. Das Game ist mega super cool. Also, ich finde es mega, mega schön. Liebe halt so Games. Das ist wie Flower oder Journey oder wie es geheiss hat auf PS, wo du so ein Viechle bist da. Irgendwo schlafen gehen und nicht das Bett ist, wo wir waren. Wahrscheinlich im zweiten Abschnitt. Schlaf auf dem? Nein, schlaf auf dem. Machen wir noch das Bild leer vor. Okay. Leute, da können wir nicht durch. Oh man. Da können wir da durch. Da können wir da nicht durch. Scheiße, ich bin da nicht hinterher. Nein, ich habe irgendwas Licht mit angeschaltet. Okay, ich muss mich krassen lassen. Irgendetwas stimmt noch nicht. Ich muss unbedingt das Licht finden. Das ist es. Der Schalter. Okay, jetzt müssen wir ihn kennen. Ich hoffe jetzt einfach, das war der Schalter. Ich hoffe, jetzt müssen wir ihn kennen. Der ist angeschaltet. Muss ich da hin und das auch zerstören? Das kann gut sein. Das könnte sehr gut sein. Gut, gehen wir mal schlafen. Okay. Da oben kommen wir.
Gut, dann können wir drauf schlafen. Schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe jedes Mal so Angst. Nein, nein, ich habe das selbst gekauft. Ich glaube, das ist das beste Game, das ich gekauft habe im Steam Sale. Obwohl es nicht mal runtergesetzt ist. Mach mal das Vetterli. Okay, hier kann ich, da kann ich aufs Nächste schlafen auf dem. Wir bleiben mal in der Halle und schauen, was das hat. Also es hat Licht. Hat es irgendwo Schalter? Okay, die gehen nicht mehr zu. Und Stuhl hat. Heizig. Zerbrochene Fenster, wo ich wahrscheinlich rauslaufe in der Nacht. Die Tür geht nicht auf. Eventuell muss ich lauter reden, ich weiß nicht, wie gut ihr mich hört mit dieser Musik. Schluss muss wahrscheinlich alles zurückrennen und mit der Axt die Eingangstür zerstören. Okay, da komme ich nicht durch. Da auch nicht. Ich muss irgendwo wieder Wasser holen oder so wahrscheinlich. Der tropft aber nicht mehr. Okay, da kann ich immer noch nicht durch. Ich schaue mir mal an, was überall so... Schauen wir mal an, was weiterhin ist. Ah, da kann ich auch nicht durch, stimmt ja. Nee, nee, ich wollte sie ausschalten, weil das Game so schön gemacht ist, dass ich nicht die Cam drin möchte. Alles eingeschaltet. Ich glaube nicht, dass da hinten Sachen gibt, die ich holen kann. Aber wir schauen trotzdem mal nach. Wenn wir sicher gleich besser. Ja, der Taxi ist nicht da. Yeah.
Niemals mache ich das. Was ich vergesse, umstellen. Okay. Ich muss wirklich da rüber. Und ich muss irgendetwas finden. Oder ich muss einfach nochmal einschlafen. Vielleicht kann ich von Anfang an schlafen und es passiert nichts. Also, und ich kann weitermachen. Da ist nur der... Nein, da ist... Hallo? Irgendetwas passiert. Alle Seiten muss ich die echt drehen. Geht ja leider fast nicht. Schauen wir mal, ob etwas passiert ist. Ich denke nicht, dass wegen dem Türen würde aufgehen. Wir schauen mal, ob irgendwo da. Ah, ob irgendwo das Wasser läuft, genau. Ein Wasserhahn. Eine gibt's ja. Die können wir anschauen. Wir müssen sich gegeneinander drehen sein. War es denn da rein? Hey John, geht's? Nein, es war nicht da rein. Ah, den kann ich auch anschalten. Okay, es läuft nicht. Es ist nicht zu rum. Oder es hat gar nichts damit zu tun, aber ich denke schon, dass es irgendwie zusammenhängt. Was ist da überhaupt auf dem Boden? Es sieht aus, als wäre der Boden nass. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Aber schaut, wenn ich weiter weggehe, es wäre nasser. Es heißt Homesick. Und du musst einfach kleine Rätsel lösen. Um hier rauszukommen. Frage ist, ob man jemals da rausfindet. Kann ich die Schlange gehen?
Okay, ich hoffe jetzt einfach, dass es klappt. Und sonst muss ich es gegeneinander richten und nicht voneinander weg. Ah, da hat es gar kein Badzimmer. Oder? Ah, doch, da. Okay, nochmal. Nochmal machen und dann nochmal schauen. Nicht einmal so darauf an, welchen Weg ich gegangen sind beide fast gleich lang. Ist zwar fast kürzer sogar. Die Frage ist, wo muss ich das nachher anrühren, das Wasser, wenn ich es dann mal habe. Was ist, wenn es gar nicht für das ist? Das ist, wenn ich kein Wasser bekomme. Hey, was kann ich mehr? Jetzt. Schauen wir, ob es funktioniert. Warum nehmen wir noch kein Wasser? Nein, wenn ich es auf die falsche Seite dreht. Okay, Leute, mal einen letzten Versuch. Und zwar beide auseinanderdrehen voneinander. Wenn das nicht funktioniert, weiss ich gerade nicht mehr weiter. Ah, wir müssen hier entlang. Hat es etwas mit den Heizungen zu tun? Die Rohr führt ja die Heizungen vorbei. Komm schon, Heizung. Macht das Blümchen blöd oder irgendetwas Positives passiert? Jetzt einfach nur Dreck. Die Tür dort lässt sich eh nicht öffnen. Doch, vielleicht schon irgendwie. Ja. Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Schlüssel? Nein, jetzt nicht. Es geht einfach nicht auf. Nichts, wenn ich es öffnen könnte. Ja, schau. Ich habe eigentlich nichts. Gar nichts. Können wir nochmal schauen, ob das Wasser an ist? Die Frage ist dann wahrscheinlich, also natürlich auch, für was bräuchten wir das Wasser nochmal? Es hat ja keine Blumen umeinander. Ja, ich nehme schon an, dass jetzt eine Heizung mit Wasser geheizt wird. Aber da gar nicht raus.
ist, wie muss ich das Wasser einschalten, dass es funktioniert? Ja, komm halt mal mit der Nacht nicht weiter. Komm, wir schauen nochmal. Egal wie viel Zeit das braucht, irgendwann finden wir es raus. Oder finde ich es raus. Solange ich von euch nicht gespoilert werde, bitte. Das Wichtigste. Der Boden, ist der so trockener? Als vorher mal. Nein, von der Seite sieht er immer noch nass aus. Noch irgendetwas an der Oh! Okay, das habe ich voll übersehen. Habe ich das an jeder Heizung? Oh mein Gott, ich habe das an jeder Heizung. Oh mein Gott. Klar, passiert nicht. Aber ich finde es komisch, dass Wasser das egal, aber nicht in meine Dinge kommt. Also ja, ich kenne mich halt nicht so gut aus, aber ich denke, das Wasser würde vielleicht auch dort am Wasserhahn gehen. Dann. Und das hat sie nicht gemacht. Das war die falsche Seite gewesen. Alle anderen sind auf die andere Seite gedreht worden. Dude. Oder auch nicht. Was auch immer, habe ich gesagt. Okay. Etwas? Nein. Wird etwas? Nein. Machen wir mal alle auf der gleichen Seite an. Ah, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir machen zuerst mal alles durch. Ich glaube, jetzt wenn wir noch da. Dann wäre es alles gewesen. Wow! Ich höre etwas. Es kommen Pflanzen. Es ist mega schön. So schön ist. Und dann ist es für Lisa. Okay, jetzt gehen wir mal schlafen wieder. Gute Nacht, schöne Welt.
In Weltenäule. Geht's. So. Okay, wir kommen jetzt zum letzten, was auch immer, letzten Part. Wer es glaubt, ich weiß es nicht einmal. Aber es hat das Klavier. Ich würde einfach mega gerne da drin sein. Ich glaube, in diesem Gebäude würde ich noch lieber sein als auf vielen anderen Orten. Ich kann alles nicht lesen. Ich glaube, das kann ich vielleicht im Nachhinein lesen. Hey Eric, wie geht's? Ja, stimmt, ich habe das schon lange nicht mehr im Stream gesehen. Doch ein Übersetzungs... Okay, weißt du, wie lange bist du am Übersetzen? Aber ich glaube, die Leute würden es schon machen. Die Leute würden doch die Sachen übersetzen. Und wenn es niemand sonst will machen, würde es sogar ich machen. Ah, das ist chill. Das ist mega schön. Screenshot. Jede Taste einzeln drücken. Oh. Okay, irgendetwas funktioniert ganz, nicht ganz richtig. Müssen wir hinten auftun? Kann ich auftun? Ich kann nicht auftun. Nein, komm schon. Nein. Was kann ich da machen? Nein, mit denen nicht. Mit dem auch nicht. Mit dem eh nicht. Okay. Ich muss langsam in dem Fall den Strom einschalten. Aha, danke für die Infos. So, so kann ich es nicht lesen. Ist das nicht das Anfangszimmer? Nein, ist es nicht. Oh mein Gott, es ist mega schön. Von dem kommt wahrscheinlich das Hündengeschrei. Hat es irgendetwas auf sich mit denen? Ich kann nichts machen mit denen. Aber sind... Muss irgendetwas sein, wenn es so blinkt? Nicht? Jetzt habe ich die Musik. Und
dir schöne Weihnachten gehabt? Ja, ich habe mega schöne Weihnachten gefeiert. In meiner Familie. Das Bild, das ich gefunden habe, ist wahrscheinlich auch von dem Kind gemalt worden. Nehme ich jetzt mal an. Ein Wirbelsturm, wo Menschen getötet. Es sind nicht alle da. O, O, Punkt, O, Strich. Punkt und O sind da. L ist auch da. Strich und T. Keine Ahnung, ob es irgendeinen Zusammenhang hat. Oh, da sind sie. Oh, Strich. Oh, es hat ja mega viel da. Okay. Schauen wir mal schnell, ob die Tür offen ist. Wieso war die geschlossen war vorher. Was ich zu leise bin, sagt ihr es. Die Pflanze muss gegossen werden. Die andere Hälfte. Es ist ganz. Okay. Kann ich die Würfel irgendwie benutzen? Gut, wir gehen mal zum Klavier. Oder wir öffnen da erstmal die Tür. Da hat es kein Code drauf gehabt, oder? Nein. Wir schauen mal, was für ein Code könnte sein. 0000 haben wir, glaube ich, bis jetzt nicht gehabt. Okay, das ist es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal alle Codes durch. Das 14. haben wir eigentlich gehabt. Machen wir aber trotzdem nochmal. Dann hat es 19. Jetzt haben wir alle mit 1 eigentlich durch. Jetzt hat es noch 53. Nein, ist es nicht, Felix. Oh, wenn es der Code wäre. Jetzt machen wir noch die Grosszahl. 8294. Okay, das ist keine von denen. Probieren wir 1337. Ach, wenn das gegangen wäre. Probieren wir 1010.
Ja, da muss es sein. Okay, der geht auch nicht. Gut, nehmen wir alles ausprobiert, was ich überhaupt hatte. Oh, das Teil ist einfach irgendwo. Das wäre ja so ein anderes Bild gewesen. Das letzte. Da ist es schon angeschaltet mit dem Licht. Die Zimmer sind immer zu jetzt gerade. Okay, da hat es glaube ich nichts drin. Nur 8:15. Okay, da hat er nicht. Bla 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 bla. Danke nicht, dass das. Oh. Mega blendend. Was ist da auch nicht? Ein Hund. Jö. Abholzung vom Wald. Ja, wahrscheinlich wegen Dingen, die sie gebraucht haben. Kohle. Okay, ich kann da nicht rausgehen. Wieder ein Buch. Oh, da habe ich das Bild. Okay, das kann ich nicht machen. Ich kann da nicht reingehen. Nein. Ich bin nicht verkehrt. Okay. Gehen mal noch ein bisschen weiter. Da hinten ist nicht mehr. Gut, okay, wir gehen zurück. Wir haben ja jetzt das Bild. Das ist jetzt so. Das Bild mit der Anleitung, wie wir spielen müssen. Ich hätte gedacht, dass wir irgendetwas spielen müssen. Genau, da ist nichts. Da ist das Licht eingeschaltet. Okay. Spielen wir mal die Melodie. C, 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 E, nein. Da. Muss ich mir alle merken, echt? Mal alle merken. Ja, es fängt immer gleich an, aber es hört immer anders auf. Oh mein Gott, am besten würde ich mir das schnell aufzeichnen. Okay. Shit, bin ich zu weit oben gewesen. Ich bin falsch gewesen. Falsch gewesen. Oh nein, alles versaut. Alles versaut. Nein, ich kann mir das nicht merken im Fall. Also ich tue mir das schnell aufzeichnen. Oh, wo tut mir das Notenblatt anliegen? Oh, bin ich blöd. Da. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Okay. Ja, schon viel einfacher. Kommen wir noch runter.
Orange. Nicht. Habe ich es falsch gespielt? Habe ich es weit oben gespielt? Nein, das spielt gut ab jetzt nicht mehr. Scheiße, Scheiße! Okay, nochmal. Was ist das? Was ist das da ohne? Okay, okay, wir fangen nochmal an. Nein, was? Okay, 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 wir machen es einfach. Gar nicht tut sie. Nicht eins zu hoch, da meinst du? Okay. Okay, okay, warte. Glaube ich aber nicht. Genau, weil das eben nicht geht. Oder ich bin jetzt zu tief gsi. Mist. Es sollte ja aufgehen.
Sollte aufgehen. Okay, irgendwas ist nicht richtig. Nicht. Nee, nein, es ist nicht runtergeschrieben. Habe ich mir einfach so geholt, weil ich schon lange, also schon länger auf der Liste habe. Und ich es unbedingt spielen wollte. Und ich komme jetzt echt nicht mehr weiter. Wir mal da rein rüber. Beschriftet wie Bilder. Oh, mit Punkt. Nein, einer hat es nicht. Bin ich jetzt? Okay. Wir gehen mal ins Kinderzimmer. Sicher ist aber nicht das Blatt erschienen oder ist das schon vorher gewesen? O mit Punkt. O mit Strich oben drauf. L und das Komische. Jetzt zweimal O. Ich weiß nicht, ob mich die verarschen wird. Ist nicht das Blatt erschienen? Du meinst das hier unten, gell? Ich habe eben nicht gedacht, aber es passiert ja nichts. Ich kann nichts machen mit dem Blatt. Blatt. Okay. Schau mal so. Leute, ich habe keine Ahnung von Noten. Das hier unten ist das F. A, C. Okay, C, C, C. Ich glaube, es ist genau gleich im Fall. Ja, es ist genau das Gleiche. Okay, es ist genau das Gleiche wie da steht. Ich spiele jetzt mal. Und dann so schrecklich. Wenn ich das mal schnell mit der Maus mache, kann ich da schneller drauf zugreifen und es schöner machen. Ja komm, es ist eigentlich schlussendlich egal. Nehme ich jetzt so. Also ich glaube nicht, dass ich mir einen Unterschied machen
Was sagen wir? Okay. Finde nichts mehr. Finde nichts mehr. Und ich habe gespielt und gehe jetzt mal wieder weg. Eventuell habe ich irgendetwas übersehen. Wir können ja jetzt eigentlich wieder umsteigen auf Controller. Nur Wasser zum Pflanzen gießen. Lass das Keyboard anschließen. Das ist ja das E-Piano. Aha! Ah! Nein, nicht das E-Piano, das normales. Ja, ich weiß, was du meinst. Mein Keyboard anschließen. Es wäre lustig, wenn das wirklich funktionieren würde. Eventuell ist wirklich etwas mit dem Strom drin. Ja, ich habe auch gedacht, etwas muss. Das ist ein Einzelner. Ich werde mal die zusammen online und die ausschalten. Vielleicht kommt es darauf an, weil ich gedrückt habe. Hey Nilpar, wie geht's? Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte so vieles sein. Okay, gehen wir nochmal spielen. Ich habe sie jetzt länger gedrückt behalten. Seht ihr, was ich sehe? Der ist zum M geworden. Shit. Nein, das W. Der ist zum W geworden. Oh shit. Kann ich es lesen? Sag mir nicht, ich kann es jetzt lesen, was steht. Nein, kann ich nicht. Oh mein Gott, was war das denn? Kann ich für kurze Zeit Sachen lesen? Wenn ich das gespielt habe? Da kommen wir nicht raus. Das Ding ist, alle anderen kann ich nicht lesen. Aber die, die ich da rein habe, kann ich lesen.
Das war doch auch ein anderer Buchstabe, nicht? Also ich habe gemeint, er hat das gleiche Zeichen wieder drauf. Also Scheiße, jetzt ist es A geworden. What the hell? What the hell? Okay. Ich drücke einen Ton und schaue, was passiert. Okay? Hey, Power Skills. Okay, schauen wir, ob sich wieder ändert. Es ändert sich gar nicht jetzt. Es ändert sich auch nicht jetzt. Also M und A haben wir da drauf, B und A haben wir da drauf gehabt. B und A. Ich schreibe mir das mal auf, vielleicht kann ich es brauchen. Okay, wir laufen mal kurz weg von dem. Und schauen, ob er sich wieder verändert. Er verändert sich nicht mehr. Stellen wir mal da aus der Person. Ändert er sich? Er ändert sich nicht. Schau, da hier hat ein W drin und ein kleines A. Beide Buchstaben hat es jetzt. Vielleicht muss ich die anderen Teile nach und nach irgendwie auffinden, wenn es... Ja, nicht, wenn sie ein Buchstaben sind. Was ist, wenn die zu Buchstaben werden? Was ich habe. What? Born gibt mir nicht so viel Hinweis, gell? Okay. Das habe ich nicht mal bemerkt. Aber wird es jetzt zum
Es ist wirklich zum U geworden. Oh shit. Oder Bi halt. C wie Car. Okay, wir müssen A und das B und das C finden. O, O Punkt und L. Das L ist das da. Oder irgendwelches anderes L. Das ist ein A. O Punkt ist ein B. Was immer das ist da. Das ist das B. Weißt du noch was O? Was ist das C? Das ist A, B, C und das andere ist nicht A. Das andere ist E. Also A, B, C. Es geht auf. Das D müssen wir finden. Ein Strich oben drüber. F ist nicht das L. Das ist kein L, das ist wo wird das schon sein? Komische Striche drin. Oh hey, wenn man das mit Controller spielt, würde man das nie herausfinden. Also ich meine, ich habe es jetzt mit Controller gespielt. Ist das echt der richtige? Das macht langsam Sinn. Langsam. Okay, das ist A, B, C, D, E, F. Das ist F in dem Fall. Das andere ist falsch. Finden, was die anderen Buchstaben alles sind. Jetzt irgendwelche Hinweise. Ich habe nicht zu. Nicht.
Das ist etwas, kein F. Was da unten? Das kann ich echt. Brauch es wieder rausnehmen. Wenn wir das A rein, dann wissen wir, dass es falsch ist, ganz sicher. Okay, jetzt hat immer 6. Vielleicht. A bis F sind 6. Das ist ein W. Wo habe ich ein W nicht gegeben? Hier der W ist ein G. Ah, das ist eventuell ein G. Vielleicht war es schon immer das verkehrte B. Nehmen wir mal das G rein und schauen. Stimmt nicht. Das sollte das L sein, der Strich. Bei Hinweisen. Suchen den Strich, den Strich, den Strich. Das ist nicht der Strich, den ich will. Okay, das wäre das L. Ich hoffe einfach mal, es stimmt. Irgendwann will ich sonst doch nicht mehr rauskommen. Sag mir einfach, es stimmt, bitte. Es stimmt, okay. Es wäre dann von Punkt, wäre es M. Bis. Punkt ist M, das ist R. Ich schreibe es mir schnell auf. Wäre S in dem Fall? S. Oder dann wäre das X. Macht nicht ganz Sinn, es wäre nämlich noch keine fertige Bibliothek. Okay, ich gehe langsam weiter, ich tue jedes einzelne überprüfen. Aber Punkt sollte M sein und das komische L sollte auch R sein. Eigentlich. Und das andere R. Das wäre dort dahin gewesen. Und dann wäre es verkehrt. Nicht da rein, soweit ich weiss, das ist da hinten. Das sollte die S sein. Und das X. Und da. Und da hinten hat es auch noch einen. Stimmt das F? Ich glaube, es stimmt. Will suchen wir die zwei Striche seitlich. Ich habe es mal gesehen, ich weiß es, aber ich weiß nicht mehr wo.
Das ist G. Jetzt müssen wir nur noch das X oder das Z, was auch immer das für ein Buchstabe ist, entweder oder. Wir finden. Schauen wir mal, ob das schon Sinn ergibt. Ah, careful heisst das dort oben. Also ist das da? Der Strich mit dem Punkt ist ein U. Und das L ist der seitliche Strich. Zu viel F und zu viel M hat es eventuell. Den hier tue ich mal zu einem Q machen. Hey, ich hoffe einfach, ich habe es richtig gemacht. M ist zwei Strichli. Screamed statt dort. Warte mal, das M haben wir schon. Haben das M einen Punkt drin da? Das ist ein O. Wir haben das M am falschen Ort drin. Der Punkt ist ein O. Okay. Okay, das ist nicht. Das ist O bis irgendwas. Bis R stimmt, glaube ich. Wenn man das Buch nochmal lesen. Genau, vor steht überall immer wieder. Okay, das R stimmt. Das M müssen wir das O ersetzen. Oder mindestens 1M. Ich weiß nicht, ob wir 2M haben momentan. Das ist dumm. Wir setzen mal das M durch das O und dann sehen wir es. Zwei Strich habe ich etwas gesagt. Zwei Strich sage ich M. Mal schauen, ob es mehr Sinn noch gibt. Das macht mehr Sinn. Bis R, naja. Schauen wir nochmal ins Heft rein. Before stimmt jedenfalls. Oh. Okay, Leute, ich muss ganz oben 10-mal aufschreiben. Und dann kann ich schauen, welche ich schon richtig habe.
Okay. Raged. Mal macht noch keinen Sinn. Before haben wir dort mal drin. Okay, das wäre das B. B, F. O, R. Und ich denke, A, B, C, D, E, F stimmen auch alle. Door. Stimmt das? Die haben wir ja. From. Haben wir mehrere Emmigen drin? Ist die Frage. Ah, ich sehe H. Approached. Das H ist... Wo habe ich es jetzt gesehen? Rundum mit unten dran ein Strich. Und das U und das L haben wir bitte so in... Ja. Okay, wir gehen mal raus. Haben wir das L irgendwo schon eingefügt? Hammer, aber es ist falsch. Irgendwas stimmt noch nicht. Es ist nicht das L dort. Nein, es stimmt. Das N kommt dort an. L momentan drin ist, kommt das N noch nicht. Okay. Können wir das L suchen? Wo haben wir das L drin geschrieben? Wo ist momentan egal? Was haben wir bei dem gesagt? Das H. Das momentan das L drin ist da und das N drin. Okay, der seitliche Strich haben wir gesagt, ich ist L dafür. Mal schauen, wie es aussieht. Mal schauen, wie es wird. Ich hoffe einfach, wir haben es langsam mit allen Buchstaben. Vielleicht ist es Schrägstrich sein. Also das M stimmt jetzt. H stimmt im Fall. Salat und No. Angels of Man. Es stimmt im Fall. Haben wir das U nicht eingesetzt? Published by... Das Y ist der Strich und ein Punkt. Midnight... E ist die zweite beiden Punkte. Gefunden, gut. Published by Midnight. Dann. Okay. Tobias was among the crumbling rafters of the abandoned temple. Ah, looking. Das K ist in dem Fall Punkt und Strich.
Looking through tea at the approaching bridge. Was ist das letzte? Ah, tragedy. Tragedy. Blah. Das W ist der andere Strich. Ja, ja, gut. Können wir mal suchen? Machen wir mal. Was haben wir gesagt? Das Q. Das Q ist noch irgendetwas anderes. Q ist P. Q gleich P. Okay. Also, das Q haben wir da vorne. Ich habe extra zum Q gemacht, weil ich denke, das Q kommt eh nicht vor. Das ist das P. Oh mein Gott, sieht mir alt aus. Jetzt müssen wir Sachen zusammensuchen. Das sind alles schon... Da, Doppelpunkt, das ist das T. T haben wir. Dann machen wir weiter mit dem da hinten. Schrägstrich Punkt. Ich habe einen K, der Schrägstrich Punkt. Ah, ich weiß es nicht mehr, aber den da haben wir. Das ist das K. Ein Schrägstrich auf dieser Seite ist das I. Haben wir da noch eine mit ohne, das ist das Y. ABC haben wir da. Die haben wir auch alle. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Ich weiß sie leider nicht mehr. Home. Die heisst wirklich so etwas, die zusammengesetzt worden sind. Da haben wir etwas drin. Da haben wir noch einen, den wir einsetzen können. Das ist das U-Echt. Ein Schrägstrich ist das W. Jetzt schauen wir nochmal nach, ob alles stimmt. Carefully or the other waiter will not work. It's just foul. I don't know why, but it's just Y is ausrosef. Ausrufezeichenmäßige. Ich meine es J. It's just really bad writing, I guess, but I found this is what works. First, make sure that the breakers are off. Then in this order, turn C on, flip A and B on, then turn C back off. Lastly set C, set I on. Also C A A B A C U S E A. Left is on and right is off. Okay. Könnt zumindest mal das. Oh shit, war lang gegangen. Okay. Wir können das mal schnell machen. C A A B A C A. Stimmt das? Ja, dann C wieder ausschalten und dann E ausschalten. Man muss auch die einen Turn drüber machen. Könnte ich schon sehen. Okay, müssen wir
Nein. Da. A, A, B, A, C, A, D, Us. Sollte ich jetzt gehen? Aber ja. Kann ich schnell die Buchstaben fertig machen. Saladino? Ja, easy. Published by Midnight Sun. Das wäre nur das V und das J. Oh. That's nice. Okay. Jetzt hat uns das V gemacht. Ja, ich habe es alle gemacht. Da hinten sind auch alle gemacht. F. Da haben wir noch ein paar nicht. Genau. Das ist das J. Das ist das V. Gehen wir bald alle. Ich weiß nicht, wie viel mehr das noch geben sollte. Da hinten ist ja noch einer, aber ich glaube, die haben wir auch schon. Müssen wir auch noch finden. Oh, splendid. Wen haben wir keinen gehabt? Nope, nope, nope. Da ist auch keiner drin. Auch nicht hinter der Tür. Ist keiner. Oh, bist du was? Wow. Wow, ich hätte schon lang. Ich bin wieder am Anfang. Okay, okay. Wir haben es, glaube ich, voll geschafft. U3-1-1. Schlüssel. Bett. Ja.
Okay, hey, wir haben wieder ein paar neue Sachen. Science Fiction. Genau, es ist wirklich ein Ding gewesen. Nightmares come from everything we don't know. Okay, das Zimmer hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Irgendetwas muss doch da noch gehen. Irgendetwas, was mir hilft. Was mir nicht gesehen. Außer die Briefe, die ich halt nicht richtig gelesen habe. Okay. Ich habe den Schlüssel mitgenommen, oder? Ja, gut. Ja, die kann ich gar nicht öffnen. Ich muss sie atmen. Machen wir mal da hinten auf. Wir haben wieder Wasser. Wir haben Wasser. Nein. Ich bin mega verwirrt. Ah nein, jetzt ist der Anfang, gut. Ich bin mega verwirrt, wo wir sind. Wo ich jetzt hin muss und wo nicht. Okay, das sind die verschlossenen Türen gewesen. Dann muss ich eigentlich da ins Zimmer rein jetzt dann. Genau. Komm schon, Blümchen. Alles nabbert aber. Endlich. Das ist mega schön. Okay, ein Bildchen. Und ich könnte noch nicht schlafen gehen. Er tut jedenfalls noch nicht so. Also ich muss noch irgendetwas machen. Ja, stimmt. Etwas gibt's noch.
Da geht es nur zum Anfang. Ja, genau. Ich glaube, das ein bisschen den Ding sollte er lösen. Mit dem... dem da. Jetzt da irgendwo noch von diesen Dingen? Shit, so cool. Wenn ich mal etwas lesen will, komme ich einfach da in das Game rein. Xargon. Ich muss echt noch dem Klavier etwas machen. Ich weiß auch nicht. Der Lift sollte ich öffnen. Okay, look, ich drücke mal das da. Dann mache ich mal die Regelung, wie sie da steht. Ja, das Game ist mega gut. Oh, scheiße. Es steht nichts über das D. Sure, all the breakers are off. Okay, honey, it's. Then in this order, turn C on, flip A and B on, turn C back off, flip E on. Das ist eben gar nicht. Das Schlussteil ist wahrscheinlich nochmal etwas. Okay, so. Machen wir nochmal, um zu schauen, ob das funktioniert. Nope. Easy. Okay, schauen wir nochmal, ob es jetzt etwas anderes ergibt. Ich gehe schnell zum Keyboard. So. Okay. Ja, es macht gar nichts. Ich kann mal an Anfangspunkt, weil dort ist doch noch eine verschlossene Tür gehabt. Ja, auf dem Bild oben steht, was man drücken muss. Das habe ich jetzt auch drücken gehabt. Es waren nicht einfach random Sachen, die ich drücke.
was? Ich habe da einen falschen Buchstaben drin. Wow. Also ich lese einfach nicht alle Briefe irgendwie ganz durch, also ich überfliege sehr schnell. Da hinten, in diesem Zimmer, haben wir nie etwas machen müssen. Ja. Das ist echt da. Jetzt einfach mal durch alles durch. Oh, jetzt gehen wir rückwärts, oder? Jetzt gehen wir rückwärts. Ups! Ups, wir gehen ja wieder vorwärts. Ah, die Tür, die damals verschlossen war, haben wir nachher aufgeknackt. Stimmt. Okay, okay, die müssen wir gar nicht mehr aufmachen. Sind wir da durchgegangen? Da haben wir eigentlich wirklich alles geholt. Steht auch da oben drauf. Jetzt eigentlich alles sollte laufen. Oder auch nicht. Kann mich ja wahrscheinlich immer noch verstellen. Mist, ich würde das Game... Ich glaube, das Game geht nicht mehr lang und ich würde es gerne fertig spielen. Aber es könnte sein, dass ich noch Stunden dran hocke, bis ich das Rätsel gecheckt habe. Gehen. Ja, vielleicht kann ich auch einfach gehen. Aber er ist ja nicht müde. Schauen wir mal. Um was geht's? Ich weiß es einfach immer noch nicht genau. Und das, dass du aus dem Haus rauskommst, glaub ich. Ich weiss eine Tür, die noch nicht offen ist.
eine Breite, die noch nicht offen ist, und dann schnell zu der anderen gehen. Ist nicht da. Ist nicht da. Okay, ich komme nicht hin. Oh mein Gott, da bin ich. Oh. Okay. Es geht darum, aus dem Haus, glaube ich, rauszukommen. Also ich bin mir selber nicht sicher, Tricky. In dem Fall. Schauen wir mal, was passiert ist. Sieht nicht aus, als würde ich bald mal aus dem Haus rauskommen. Sieht eher aus, als würde ich sterben. Ah, okay. Ich sterbe nicht. Okay. David, geht's noch lang, das Game? Weil sonst würde ich nämlich mal wechseln. Ah, ich glaube, es geht nicht mehr lang. Ciao. Ciao, ihr Köpfe. Er trinkt. Keine Angst, euer Tod ist nicht umsonst. Dein auch nicht, Mister. Oder Mrs. Was auch immer du bist. Du machst das gut nach dir. Kein Kopf mehr. Ja, für mich war es völlig klar, dass du eine Statue, also dass man schon etwas drehen muss, dass halt der Wasserstand höher wird. So. Machen wir das Bild davon. Jetzt gehen wir mal weiter. Oder bis gesagt, wir müssen irgendwo schlafen eigentlich. Ich will schnell schauen, ob wir schon weiter gehen können. Okay, wir können das noch nicht aufmachen. Da wahrscheinlich auch nicht. Nein. Das ist eh kaputt. Das müssen wir wahrscheinlich aufschlagen. So, machen wir schon das Wettchen. Dann kannst du schön aus von dieser Sichtweise. Okay.
wir nicht mehr hören. Ja, aber ich fühle mich nicht frei. Oh mein Gott, ich bin einfach irgendein Typi. Ja, easy! What? What the fuck? Bin ich so ein Cancer-Typ oder was? What the hell? Oh mein Gott, ich hab gedacht, shit ey, ich hab gedacht, das sei ein Chiller-Game. Und dann kommt einfach so ein Mindfuck. Snickers. Kann ich mal schnell rausschauen, wie es jetzt aussieht. Oh shit, ich komme nicht mehr raus. Oh nein, die Dunkelheit hat mich gefangen. Noch ein bisschen Wasser. Einfach damit ich es kann. Und jetzt kommt mega traurig über das Game. Oh mein Gott, danke. Das wär's gewesen.
Okay, ich muss sagen, die 15 Franken haben sich gelohnt. Das ist ein mega schönes Game. Danke fürs Zuschauen. Das mal probieren überspringen.